Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Und das einmal grüezi miteinander und herzlich willkommen zum zweiten Teil der F1 2020 5-Runden-WM Season 12 mit Valvo und mit Joker. Hallo. Hallo. Die beiden 27er Ferraris. Jake hat sich das letzte Mal schon verabschiedet. Da sind nochmal kurz die Strecken. Bahrain, China, Abu Dhabi und Italien. Der Nives ist jetzt mit dabei. Mal schauen, ob der die Punkte vom Jake erbt oder neue kriegt. Aber dafür Valvo ist beste Chance jetzt. Und es kann sein, dass wir noch eine kleine Unterbrechung einbauen. Weil ihr wisst ja immer, wann wir aufnehmen. Und es ist ja schon wieder so die Zeit. Aber um die Zeit nimmt man doch nicht auf, Michi. Nein, da guckt man sich ja ein anständiges Sexfilm an. Ja, da guckt man sich auch ein anständiges Sexfilm an, ich weiß. Oder man holt sich einen ukrainischen Klingelton-Song. Oder Matahari. Oh, Michi, ich möchte ihn abschießen. Matahari. Was für Glück. Ich auch? Ja, dir auch, Joker. Aha, mir nicht, danke, Penner. Ja, dir auch, Valvo. Und dir auch, Jake, natürlich. Das Penner. Das ist nämlich übel. Das ist nämlich übel. Was nimmst du im Übel? Den Matahari? Ja. Mach das. Ja, gut, der Michi ist vor mir, jetzt kann ich ihn abschießen. Ja, mach das, Joker. Der Michi als Jake betätowiert, der kann auch abgeschossen werden. Ich hab gesagt, ich hab nur dem Jake auch alles Gute gewünscht. Mhm. Er ist ja noch WM-Führender. Aber ich denke mal, dass der Valvo jetzt mal fällig wäre für so einen WM-Titel. Fällig, ja. Fällig gerissen zu werden. Und danach kann er die aus Aserbaidschan ordentlich durchpödern. Ordentlich reißen. Das war die, wo ihre Haare da ins Kleid getragen hat. Ne, das war die Israelin gewesen. Oder meinst du Tommy Gottschalk? Oder habe ich das richtig gesehen? Da ist eine Wrestlerin angetreten für Malta. Da war doch auch was, oder? So, Bahrain. Ne? Was gibt's jetzt wieder? Gute Punkte für mich? Hier ja, die Strecke liegt mir aber immer. Deswegen wollte ich die jetzt noch fahren, bevor der Düdüd kommt. Das Taxi. So, Liebes. Das Taxi, ja, natürlich. Der Matahari. Hier mache ich jetzt auch gleich Matahari mit Jakes Ersatzmann. Bin ich schon mal gleich zur Seite getackert. Fällt der die Treppen runter diesmal. Ja, bei der Treppe. Da hat es dann Stil gerissen beim letzten Mal, als wir das gefahren sind. Genau. Tja. Jetzt die zeigen wir ja, aber die habe ich vorher, zeige ich die ja dann noch, die drei, vier Rennen. Ich glaube auch waren vier Rennen, oder? Die wir gemacht haben. Ja, genau. Viereinhalb. Zeige ich dann auch nochmal als Special-Folge. Den will ich aber nochmal fahren in einer vollständigen WM, weil ich bin positiv überrascht gewesen vom 92er Auto. Ich habe gedacht, das liegt mir nicht so. Aber hier auch der Renault, ich verstehe den Joker, warum der den gut fand. Mit dem kann man auch wirklich gut fahren, den Renault. Zwar nicht so konkurrenzfähig, dass man jetzt hier um Podest fahren könnte vielleicht. Also zumindest ich nicht, aber für gute Punkte ist der Renault top. Wo bist du abgeblieben, Jockel? Da ist hinter. Das Auto will gerade überhaupt nicht so hier. Was ist passiert? Bist du getroffen worden von jemand? Ich bin eigentlich nur von jemandem überholt worden hier, weil irgendwie mit der KI gerade hier schneller scheint. Mir ist letztes Rennen so gegangen, am Start, wo mich jeder überholt hat. Links und rechts. Was war eigentlich letztes Rennen bei dir? Dem du dich da mit dem da links eingeschlagen bist, bin ich rechts eingeschlagen. Okay. Oh. Wir hatten ja das enge Finish, oder? Das war sehr knapp. Du warst schon auf halber Höhe noch überstartet. 33.000. War nur eine halbe Wagen Länge. Hab mir gedacht, zieht er jetzt rüber oder nicht? Aber ganz fair. War eine halbe Wagenlänge, die du vorne warst. Nee, also das hätte ich nicht machen. Wenn ich jetzt rüberzogen hätte und du wärst in die Wand geklatscht, dann glaube ich, hätte mir hier die nächste WM der guten Laune erlebt, dann, wenn ich das gemacht hätte. Ich habe schon versucht abzudecken, aber ich glaube, ich habe genug Platz gelassen, dass wir beide über die Linie kommen. Es war knapp.
Ja, dein Ferrari ist, glaube ich, schneller vom Speed her als der Renault. Das habe ich schon in Russland gemerkt, dass der, glaube ich, ein bisschen mehr Leistung hat. Ja, wie gesagt, Windschatten halt. Dann, ich glaube, ansonsten ist der recht ebenbürtig. Also Valvo hat sich ja letztes Mal auf die Klassikers gefreut. Vor allem spekuliert haben wir schön, was denn wir für schöne Autos vielleicht sehen werden oder vielleicht auch für weniger schöne. Ich hoffe, dass der Renault unter anderem weiter drin bleibt und vielleicht ein Lotus noch kommt. Ich hätte mich ja über so eine Fisichella-Legende gefreut und dann hätte ich mir gedacht, ja, 97er Jordan, aber so. Fisichella war nicht gut genug, glaube ich, in einer WM, dass ich den als Legende nehme, aber Hauptsache, sie haben Felipe Massa genommen. Da hätten sie auch Barrichello nehmen können, der war zweimal Vize-Weltmeister. Vize-Weltmeister. Ach der komm, war auch, seinen der spastischen. War auch, der war auch spastiker Weltmeister, ja? Komm mit AT, komm. Komm mit Spiel. Oh, ich glaube, Joker will jetzt spielen mit einem, höre ich heraus. Spielen mit Joker. Die neue Show. Was? Ja, da hast du nicht mal so Videos hochgeladen. Was spielt Joker? So Webcam-Aufnahme. Und dann war es irgendwie FIFA World oder sowas. Rocket League, glaube ich. Was spielt der Joker mit seinen Geräuschen, mit seinen Mimiken, das war schon geil. Mit seiner Zunge. Knappje! Der kann ruhig gehen. Und das noch bei seinem Heimrennen, Joker. Kannst du das verantworten? Ja. Mehr als kann er gleich von der Familie beerdigt werden. Oh. Der Einschlag war heftig, als nie, oder? Oh. Du fährst aber noch das Auto stabil, du. Ich sag, das war doch Markenqualität der Ferrari. Wo ist der Nives eigentlich? Der kann nicht mithalten, oder? Der Nives ist Sechster. Okay. Sechster ist er. Und mein Teamkollege, der Schiffer, ist hinter mir. Bin gespannt, ob die Punkte zählen von dem. Vom Jake. Ich glaube, in Russland war ja auch schon vier. Ich weiß gar nicht, wie dann das ist, wenn einer rein und raus, so wie ich. Ich bin ja auch einmal dazugekommen in der WM. Ob ich dann bei Null angefangen habe oder ob ich die Punkte dann geerbt habe. Beim Kenny weiß ich es jetzt tatsächlich auch nicht, als der damals mal in die eine WM eine halbe Saison reinkam. Weißt du, dass der die Fahrer die Punkte angefangen. Verloren hat, der Fahrer davor, weil der ersetzt wurde. Aber ob ich die geerbt habe? Ich weiß es aber auch nicht mehr. Stimmt, wo du mit dem Red Bull da dann mein Teamkollege geworden bist. In Nives. Ich kann es dir aber jetzt nicht mehr sagen. Da müsste ich tatsächlich die Folge nochmal angucken. Oh, Final Lap. Und da riecht's nach Podest. Der Forest fährt was für eine Karre. Ein 2.8er McLaren. Und Valvo könnte jetzt noch hilfreich sein und den tatsächlich da noch dass ich noch mal ranschnüffel an den. Oder du kannst auch nicht mehr schneller, das kann auch sein. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Der Rot wird da doch die WM gewinnen, glaube ich, aber durch deinen Fehler komme ich fast an Podest. Nee, jetzt haut es ab, das Podest. Nein. Wie das so nah war ich aber mit dem Renault noch nicht am Podest. Also Russland war Weile alleinfahrend Vierter. Was da los, Team Bro? Klingst da schon keine ziemlich Lust gefickt. Mehr auf diese scheiße Ferrari. Ja, ich bin einfach gerade nur ein bisschen angefickt. Sorry wegen dem letzten Rennen, wenn ich da was damit zu tun habe. Einfach nur selbst zu dämlich, aber auch, dass die Karre gerade überhaupt nicht funktioniert hat, also. Das war. Schade. Gratuliere, Michi. Schade, Joker. Gratuliere, Valvo. Und ja, schade. Die eine Chance hätte ich, glaube ich, nur gehabt, wenn ich jetzt in der einen Kurve da nicht. Das sah doch jetzt aber auch nicht wie ein Mann aus, oder das Bild? Also, weiß ja nicht. Aber ich wollte gerade sagen, wenn ich da den Fehler nicht gemacht hätte, bei dieser einen Kurve, wo es auf die Gerade geht, diese Gegengerade, und danach nicht noch den zweiten Fehler, dann hätte ich vielleicht noch die Chance gehabt,
den dritten zu holen. Ich habe extra einen Fehler eingestreut, Michi, damit er noch vorbeikommt. Ich hat jetzt die 8 Punkte nur geholt. Okay. Dann hat der Lukas Roth die WM. Valbo, komm, streng dich an, du musst deinen Landsmann überholen. Das ist deine Chance. Der ist echt stark, der Roth. Ja, der hat den 2-3er Williams. Also keine Chance gerade gehabt. Das Auto hat funktioniert, wie man bei Valbo sieht. Deswegen war meine fahrische Leistung einfach unter aller Sau. Klingst auch schon ein bisschen Jake, gefickt. Jake ist weg, der Nives hat nur die Punkte, das heißt, seine Punkte sind verfalle. Bin ja nicht mehr, aber das war jetzt wieder so ein Rennen, wo halt wieder so ein Umschwung stattfindet gerade in mir. Der eher dazu führt, dass ich eigentlich wieder Fehler mache und wahrscheinlich die KI aufs Korn Jetzt nehme. Soll Spanien doch noch kommen. Ja, aber jetzt werden wir noch warten auf den Beißler seinen Tut-Tut. Ja, dann wird das eine sehr lange Folge möglicherweise. Ja, ich mach da einen Cut. Ich lasse es jetzt einfach drin. Dann können wir einen schönen Talk machen. Da kann Joker ein bisschen sich entspannen, Hose öffnen. Die Hose aufmachen. Und ich sag mal, Joker bis gleich. Hat mir, okay. Ich würde sagen, nach einer etwas für uns längeren Werbepause, für euch war das doch nur eine Millisekunde, sind wir wieder zurück. Unser DC, nicht der Cooltart, sondern der Disconnect, ist schon wieder rum. Und wir gehen nach Shanghai. Ja, den müssen wir auch noch unterbringen, wie immer. Ich habe jetzt Joker ein süßes Krönchen. Das erste Mal. Der Host. All Hail King Valbo. Und Mama, ob jetzt irgendwas verstellt ist. Eine Sache habe ich ja verstellt. Ja, den Mama. Du hast wieder Sonnenuntergang. Benutzer definiert. Oh. Also, zufällig. Ja, Valbo macht es spannend. Langweilig. Wir haben aber jetzt gerade in unserer Werbepause so schön über Fußballmanager geredet. Valbo, was war denn so dein Lieblingsmanager? Anstoß 3. Jokers Lieblingsmanager? Du Scheiße. Wahrscheinlich Anstoß 3. Und? Weil ich tatsächlich Fußballmanager 2002. Viel Spaß, viel Glück. Viel Spaß, viel Glück. Footballmanager haben wir es ja auch gerade davon gehabt, ist sehr, sehr realistisch der Manager und sehr taktisch geprägt. Deswegen Valbo ist da abgeschreckt von dem, gell? Ja. Und Joker hat Zauf gegeben mit dem Footballmanager so langsam. Wobei, es fasziniert mich schon. Also ich gucke mir schon gerne Videos an. Da von dem Fußballwelt.at zum Beispiel. Von dem Philipp, da gucke ich mir ganz gerne seine Videos an. Spielt es ja. Der kennt sich echt gut aus. Das finde ich schon interessant. Das ist wie, ich weiß nicht, ich werde euch jetzt vielleicht nichts sagen, aber so Stellaris und diese ganzen Paradox-Spiele. Europa Universalis und Stellaris so. Stellaris kenne ich ja von Crusader Kings. Das finde ich auch immer faszinierend, wenn da irgendwer sich so reinfuchst, weil das so schwere Spieler sind, finde ich. Und das ist dann immer interessant, wenn das dann doch irgendjemand spielt und gut kann. Ja, das... Und bei Football Manager ist es halt auch so, finde ich. Das ist ganz interessant, ist das zu sehen. Ja, von Fußballwelt.at hat auch so eine Tutorial-Reihe zum Football Manager gemacht, wie man da einen Einstieg in das Spiel findet. Ja. Und wie er das angeht und hat gesagt, das ist zum Orientieren, jeder kann so für sich angehen, aber so geht er jetzt zum Beispiel in so ein Spiel ran. Wenn da eine Mannschaft, er hat auch gesagt, wenn man am Anfang das neu spielt, sollte man eine Mannschaft nehmen, die man kennt. Er hat jetzt für ein Tutorial, glaube ich, eine Mannschaft, die er nicht kannte, genommen, weil er das Spiel ja so gut kannte. Da hat er, glaube ich, Hansa Rostock hergezeigt und hat geguckt den Kader. Und da habe ich auch gedacht, huiuiui, wenn du erstmal guckst, was brauchst du für eine Position und was hast du da? Und hey! Oje. Liebes, du blöder Drecksau! Ich habe euch noch nebeneinander gesehen. Oje.
Hätte man das Bahrain, hätte man das China-Rennen doch vorher lieber gefahren und er ist lieber mit dem Disconnect zu Ende gegangen. Ich habe euch noch nebeneinander gesehen, ist er dann reingezogen? Ist dann reingezogen in mich, die blöde Drecksau. Okay. Boah, das ist ekelhaft rot, Alter. Wenn man natürlich die Einbindung, war mal das schön. Ja, ich war bis dahin auf, ja, Podestkurs sogar, ja, wenn ich Platz 3 warst du. Aber die KI zieht natürlich wieder rein in F1, ganz klar. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass was Rennen lieber vor einer halben Stunde gefahren werde und dann haben wir mit Disconnect beendet gewesen wäre. Aber ich glaube, dann hätte ich mich auch aufgeregt, wenn er auf Platz 3 liegen, der dann eine Disconnect gehabt hätte. Also Football Manager wäre schon was, wo ich sage, das wäre schon interessant, so wenn man das irgendwie eines Tages mal checken könnte. Aber vielleicht einfach, weil ich schon lange keinen Fußballmanager mehr gespielt habe, keinen guten, weil Soccer Manager ist jetzt eher, weiß nicht. Nur für zwischendrin, was jetzt nicht so was Tiefes. Das ist auch nicht mal. Und Soccer Manager ist auch nicht mal was für Casual Gamer, oder? Ja, für Casual schon. Hat ja auch Spaß gemacht, aber irgendwie ist es halt frustrierend, wenn man sich denkt, man hat die beste Mannschaft in der ganzen Liga und man hat eine perfekte Teamchemie und passt da genau auf, wen man kauft, das auch passt mit Gehaltsbudget und so weiter. Und dann gewinnt man halt einfach oder wird man halt einfach Vierter. Und nächste Saison wieder Vierter und dann wieder Vierter. Und ich denke mir so, okay, soll ich euch Geld investieren, damit ich aufsteige? Oder was genau wollt ihr von mir? Ja, der Shop, halt, ich habe ja 2 Folgen gesehen bei dir und es kommt ja schon so aufdringlich der Shop da oben. Hier blinkt das Münzding und da hüpfen die Münzen so rum. Hier willst du nicht vielleicht mal was investieren? Ja. Schau mal, die Münzen hüpfen schon, die möchten, dass du was investierst. Ja, verstehe ich auch bei einem Gratisspiel, das halt machen müssen, aber Bundesliga-Lizenzen, es ist halt nichts Tiefes, finde ich. Also was ich dafür jetzt Geld ausgeben, muss zum nicht Angucken war es okay, aber ja, ich habe mir dann nach den 2 Folgen bei dir gedacht, ja, das Angucken reicht mir, zum selber Spielen ist nichts. Dann nehme ich lieber so ein schönes altes Anstoß 3 hervor und da habe ich mehr Spaß dran. Gibt es auch schöne Datensätze. Anstoß 3 und sogar Anstoß 2 Gold wird hier immer noch gepflegt von der Community. Da kriegst du einen aktuellen Datensatz. Ich finde es auch beim Championship Manager kriegst du die aktuelle Saison. Ich finde es so lustig bei solchen Managern, wenn man dann so einen alten Manager hat mit einem aktuellen Datensatz und du hast aber halt den UEFA-Pokal noch, das alte System mit der K.O.-Spiele. Hast noch einen UI-Cup drin, den es schon gar nicht mehr gibt. Und auch Champions League mit der alten Zwischenrunde. Aber irgendwie finde ich das lustig, diese alten Regeln mit der neuen Saison. Das hat irgendwie was. Das ist irgendwie lustig. Ich muss sagen, jetzt wo FIFA, wo Dingens angekündigt wurde, We Are Football und das Anstoß, da freue ich mich dann schon. Und dann weiß ich nicht, ob ich mich wirklich in den Sega reinarbeiten möchte irgendwann mal. Oder einfach warte bis We Are Football. Das ist dann halt, glaube ich, mehr meins. Bin halt echt nicht so der Taktik-Fan und glaube, da würde ich mich dann zu sehr quälen, wenn es einfach nicht klappt und man versteht nicht, warum nicht. Ich mag den Football Manager, aber in den letzten Jahren ist mir es tatsächlich auch, geht es mir auch so, dass das eine Quälerei ist, da reinzufuchsen. Und Joker hat es ja auch mal probiert. Ich glaube, beim 15er bist du noch gut zurechtgekommen. Und ich weiß gar nicht, war es der 18er mit Groß Asbach, Joker, wo du bei Dortmund zwar nicht gut warst, aber bei Groß Asbach dann nochmal bis in die zweite Liga gekommen. Ich glaube, da war auch viel Glück mit 2. Aber immerhin. Doppelführung für. Ich switch immer zwischen Valvo und Joker rum. Die anderen Fahrer interessiere kein Mensch. Er hat den Rot Valvo gebändigt. Und Joker 2. Schade, ich hätte tatsächlich hier. Wir hätten hier ein 1 bis 3 hingekriegt. Wenn nicht dieser Nives, und das war der Ersatzmann vom Jake, der mich da weggebumst hat. Nives, der Jake hätte mich da nicht ab. Der Jake hätte mich da nicht so weggeschossen. Dem hätte ich eher vorbeigelassen noch, wie ich sowas reinziehe, aber das war schon schlimmer in F1, sagen wir es mal so. Das ist unglücklich gelaufen, weil eigentlich mit dem Renault komme ich gut zurecht und die Saison ist eigentlich auch gut. Schade. Aber ich glaube, die Strecken, die jetzt noch kommen, sind noch recht ordentlich.
Abu Dhabi und ein Monza? Ja. Monza ist doch ein Beißer aus einer Haus- und Hofstrecke. Monza ist auf jeden Fall eine Strecke für mich und Abu Dhabi, glaube ich, könnte noch was gehen. Aber was hier interessant ist, dass hier die 2-10er Red Bull und die Bronze so abstinken. Ohne Qualifying sind die Bronze und die Red Bulls richtig scheiße. Mhm, da können sich die Williams so gut halten, weil man die so schwer überholen kann. Und die Ferrari, die 2-4er. Die 2-3er Williams, die 2-4er Ferrari und dann die 2-7er Ferraris mit euch. Ab und zu die 2-8er McLarens und der 2-6er Renault. Lustig, dass die dann, wenn man kein Qualifying fährt, sind die dann vorne. Und mit Qualifying wären es die Bronze und die Red Bulls, die eigentlich stärketechnisch besser sind. Jetzt, wo der Joker nicht mehr aufnimmt, jetzt wird er Zweiter. Und davon mal abgesehen, dass ich in der ersten Kurve vorhin von der KI wieder angeditscht wurde und eigentlich vom letzten Platz hier aus diese UFO-Jagd gestartet habe. Geiler Boy. Du hast immerhin geschafft, ne? Ich bin nicht durchgekommen, ich wurde halt eiskalt. Hm. In der Wand getackelt. Ich habe das erste mitbekommen, als ihr beide da links und rechts gestanden habt. Das was da versteht, da wäre ich fast nur vorhin gekachelt. Das war nochmal so. Ist es nicht. Malvo hat gewonnen. Gratuliere, Jocke. Platz 2. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Gutes Rennen, Jungs. Malvo, great job. Thank you. Jetzt hat Valvo die Verfolgung. Oh, Alter, genau, Correa, scheiß Tabs. Der sieht doch aus wie eine Frau. Ich kann mir doch nicht erzählen, dass das ein Mann darstellen soll. Rums Baricello Spastigen. Wie ein ESC-Teilnehmer sieht dieser Correa aus. Das Correa. Da kommen am Donnerstag ja nochmal 15 oder 16 tolle Teilnehmer. Oder sogar 17. Ich glaube, es sind sogar 17. Obwohl, ne, ein Land, welches hat sie? Armenien hat sich, glaube ich, Armenien und Ungarn sind ja nicht mehr mit dabei. Das sind, glaube ich, dann nur 15 Länder. Dann sind sogar eins weniger am Donnerstag, aber dafür 26 am Samstag. Mit einer 3,5- bis 4-stündigen Show. Ja, der Joker jetzt schon mal das Messer richtet, oder? Ich werde mich schon mal das Heroin bereitlegen. Ja, mir dann in die Vene pumpe. Ja. Um Valvos Nachbarin nachzumachen. Ja. Der Nive ist natürlich ins Ziel gekommen, die blöde Drecksau, ganz klar. Naja, immerhin noch Fünfter. Ja, also der hat das noch nicht gehört, das Memo mit Beißler ist unüberholbar. Nee. Der kam ja auch jetzt auch erst hinzu, da musste ja auch mal so ein Memo rumschicken. Ja. Der kam erst hinzu. Der ist noch nicht der Verteiler. Der muss erst noch lernen. Hat sich noch nicht zerteilt. Verteilt sich mein Auto links und rechts vorbei und bumm. Er hat sich nicht verteilt und ist noch nicht zerteilt. Jetzt habe ich den Jake überholt, den Unsichtbaren. Juhu. Ja, Lukas Roth. Du, WM ist aber noch spannend. Nee, aber nee. Das Auto von der dem Roth ist halt eben zu geil. Weg nicht da. Vor allem kommt noch Italien. Da habe ich ja null Chance. Irgendwie weiß ich auch wirklich nicht, was bei mir mit dem Auto, irgendwie bei der Startphase und alles, also die erste Runde, die will die Karre aber nicht so wirklich bei mir. Ja, habe ich in den Tank gepisst. Aber warum denn? Ich wollte dir doch helfen. Es tut mir leid. Ich hatte so einen Druck drauf. Wusste nicht, wohin. Voll. Aber wieder Limonade im Tank, ja. Schön. Dachte ich, das ist gestern erst verschifft. Die haben mal, was heißt verschifft? Die haben mal umgeschmissen gestern in der Aufnahme. Also, bis dahin haben die wahrscheinlich die Aufnahme schon gesehen, von der wir hier reden. Der LKW. Schon ist wieder schön. Tag, Alter, langweilig. Ich denke, ich mal einfach Nacht ein. Ich tu mal hier Autoeinstellung 2, weil ich glaube, es hat sehr viele Schikanen. Schikane, der japanische Fahrer. Was hast du von 1, 2, oder? Ich mach 4. Ich überlege zwischen 3 und 4. Er hat schon viel Schikanen, oder? Ich habe 2 gemacht. Aber sonst kriege ich den Williams nicht. Ja, komm, mach mal 4. Ja, Pole Position. Du musst riskieren. Ach, ich habe auch mal die Pole Position hier. Hast du Glück? Ach ja. Komm schon, Jocke. Ja, We Are Football und 20. Alter, Nives, ey. Das ist ja, da musst du aufpassen. Das ist eine Drecksau, der Nives.
Irgendwer hat sich gedreht. Wahrscheinlich der Beißler. Blödes Arschloch. Danke. Ja, ich weiß aber, Frontwing am Arsch ist, Wichser, ey. Komm. Jetzt krieg ich dann Aggressionen gleich. Gehst du mit, Jocke? Jetzt mach ich diese letzten Rennen dann aggressiv. Ja, seit dem Disconnect. Wie gut, dass keiner von den anderen mehr einen Rennkalender erstellt. Wie hier beide rüber geht's. So. Mann, das lief jetzt vorhin Vorsicht, so. Vorsicht, Walbo, Vorsicht, die Kurve ist eklig hier. Hallo, Jocke. Halt's Maul, Chef. Alter, der Rot. Ich will auch keine. Will auch keine neue Strategie, du blödes Arschloch! Wenn der angeschissen kommt, ne? Aber erstmal muss er vorbei. Boah. Verwarnung abkürzen. Fick dich ins Knie. Das ist nicht so meine Strecke. Ja. Also die ist okay, aber jetzt nichts Besonderes. Ja, schon mal gewonnen auf 5 Runden werden wir mit dem Williams. Wäre eklig. Kann man schnell vorher kratschen. Also wenn mich da nicht der touchiert hätte, wäre das ein super Start gewesen. Dann hätte ich wieder so einen Platz 5, 6 mitfahren können. Rückstand auf die vor mir fahrenden. Wo bist du, Michi? Komm ich nochmal. Jetzt komme ich dann zu dieser Spitzkehre da. So bist du. Diese Pistolenspitze da vorne. Der Streckenkarte. Also letzter oder wie? Ja, letzter. Moment noch abgeschlagen, letzter. Der mich so blöd in die Wand getackelt hat, dass er dann nicht richtig rückwärts fahren konnte. Fast ganz aus, die Jocke. Ja, und der Formel 1 Manager, der soll ja auch bald kommen. Wie hieß der nochmal? 21, auf jeden Fall. 22 oder 23. Ich wieder wie direkt dann heißen soll. Da gibt's keine Infos mehr drüber. Da gab's, glaube ich, nur die Infos Ende 2019, dass die, wie heißt es, Frontier heißt das Studio. Na, stimmt, ja, die. Planet Zoo und so. Ich auch die sehr haben Formel 1-Rechte gekauft und glaube aber vor, ja, Joker, glaube ich, recht vor 23 soll der, glaube ich, eh nicht kommen. Also mit dem neuen Reglement. 22. Dann. Okay. Wie bitte? Ja, du begehrst die Rechte dann. Ab 23, glaube ich, ja, oder ab 22. Und dann dauert es bis noch ein Jahr Entwicklungszeit. Da freue ich mich auch drauf. Ich bin gespannt, was das wird. Und wie ich es ihn umsetze. Aber da gibt es jetzt seit 2019 auch keine weiteren Infos mehr dazu. Ich meine, derweil hat man eh mit Motorsportmanager, auch wenn man da Bock hat, eh einen guten Ableger. Das ist halt anders als bei Fußball, wo man irgendwie nicht so wirklich viel Alternativen hat. Hast halt immer noch Mods, die das Spiel am Leben halten. Football, Motorsport Manager. Je nach Mod sind die natürlich leichter oder schwerer auch als das Originalspiel. Und der ist halt sehr zugänglich. Müssen die eine Fortsetzung machen dazu? Ja, am Tablet haben sie eine Fortsetzung, aber nicht auf Steam. Oh mein Gott.
Nee, da habe ich auch gedacht, sie machen mal eine Computerfortsetzung Motorsport Manager 2, aber. Nicht den Rot auf die 2 lassen. Aber Joker muss einen Fehler gehabt haben oder irgend so ein Double hat dich angebumst. Ein totaler Blackout in der Kurve. Rechts eingeschlagen und der Reifen weg. Oh, du bist raus? Oh je. Schade, Joker. Was ist dein gut dabei? Das heißt, auch dein Renner ist gelaufen. Was ist da los? Wo ist mein Teamkollege? Da soll man doch Schützendeckung geben. Du hättest nichts mit dem Weltmeistertitel. Oh Mann, jetzt ist der Rot auf der 2, meine Fresse. Jo, Ding. Ah, ist schon spät, oder? Ja, okay. Nee, das. Also, das ist ein Fehler. Nee. Nee. Toll, jetzt habe ich tatsächlich fast das ganze Rennen gebraucht, um mal an das Feld ranzukommen. Das ist Wahnsinn. Anke, was machst du für eine Scheiße in dem Moment? Und ganz kontrolliert da zu fahren und dann. Nee. Himmels Willen, so eine Scheiße. So geht's mir aber in viele GT1-Rennen zurzeit auch. Die ihr dann noch sehen werdet. Ich dachte auch so, lasse ich dich vorbei, weil du warst ja schon schneller, fand ich. Ja, aber in dem Moment wollte ich das eigentlich jetzt so, das sah gut aus, also von kontrollierten Fahren her war ich eigentlich auch, aber irgendwie war ich dann wohl wahrscheinlich in der Situation gerade zu überzeugt und bin in dieser schnellen Rechtskurve dann so eingebogen, dass dann die Mauer zu nahe kam. Dass das Rad nicht mehr einbiegen konnte. Scheiße. Hau ja nicht mal zum Massa. Und zum Rubens. Ja, so ein Wasserträger hätte ich jetzt gerne. So einen so Wingman, der hier auf Platz 2 fährt. Ja, ich mit dem Rot abschirm. Reicht ja nicht mal mehr zum Podcast. Himmelswillen. Es wird ja schon eher zum Elben. Ja, es reicht zum Red Bull Zweitpiloten so. Ja, zum Elben und Konsort. Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist ja ganz große Kunst von mir. Du bist schon Thailänder mittlerweile, okay. Weiß ich nicht. Paris kannst du wahrscheinlich auch dazu zählen in absehbarer Zeit, wenn er so weiterfährt. Mhm. Ja, kommt halt, der Red Bull ist halt 100% auf Supermax abgestimmt und der entweder. Paris ist halt ein guter stirbt. Fahrer, aber halt kein Weltklassefahrer. Nicht das Kaliber von Verstappen. Oder Red Bull ist einfach zu blöde, um wenigstens das Auto zu bauen. Das habe ich schon damals zum Talk gesagt, dass ich es cool finde und dass er sicher gut sein wird, aber halt, dass er nicht reinkommt an Verstappen. Aber auch das, ja, so, ja, wenn Jossi jetzt ja schon sagt, dass der Red Bull bei weitem schlechter ist, das, was Max da rausholt, ist schon unfassbar. Also, ist das Auto wirklich so beschissen? Okay, das eigentlich? War die Aussage, wo du gestern so schön in der Folge verpackt hast mit dem Jossi. Okay, da hat tatsächlich so eine Aussage getroffen, Max holt mehr aus der Gurke raus. Ja, dann. Peres hat ja, dann halt permanent irgendwelche Ausreden dabei halt. Ich meine, weil es noch am Anfang der Saison war, oft so, na hier, dass ich den Rücken verhoben und deswegen hat es nicht geklappt. Na, bei McLaren ist aber auch, bei McLaren ist halt aber auch scheiße gelaufen damals. Und wenn er jetzt wieder nicht im Top-Team performen kann, dann ist wahrscheinlich dann jetzt aus für Paris. Pressler wieder dran zumindest. Ein paar überholt. 16, ja. 16. Bei Red Bull. Aber ich habe zu lange gebraucht, um da dran zu kommen. Bei Red Bull stimmt halt vieles nicht. Fängt schon mal an mit den tollen Taktiken, die sie machen. Frische Reifen braucht man nicht. Wenn der Max sogar wusste, dass mit der Gurke, weil Max sogar wusste, ja, wenn er zum Kopfstock geht, war es, dann wird er es nicht schaffen. Dann weißt du auch Bescheid, wenn der Max so eine Aussage trifft.
Ja, ist aber auch eben die Sache, dass halt alles das zu vorhersehbar ist. Wenn die Fahrer schon wissen, ach guck mal, der Reifensatz ist für den Arsch für uns an diesem Wochenende, da reißen wir nichts. Ja, dann hat das für mich auch nichts mit irgendeinem Wow-Effekt mehr zu tun. Wenn die eh schon wissen, ach guck mal, ja, die Reifen sind heute scheiße bei uns. Oh komm, viel vorbei, Hamilton. Also, auch wieder die Sache. Macht Einheitsreifen oder sonst wie irgendeine Scheiße. Nicht die ganzen Farbmuster da, die sie darauf klatschen bald. Der ist rot, der ist gelb, der ist, was weiß ich, pink. Das haben sie zum Glück eh schon ein bisschen reduziert. Nicht Hyper, Super, Hyper, ja, Ultra, Giga, Super, Hyper. Wenn ich eigentlich schon höre, dass auch wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal den Rennkalender hätten von wirklich 23 Strecken, wenn auf 20 davon der harte Reifen ja eh nicht zu benutzen ist, ja, warum macht man denn so eine Scheißmischung? Himmelarsch. Ja. Oder man macht den harte Reifen dann als Einheitsreifen, dann müssen den alle benutzen. Fertig. Dann gewinnt halt doch einmal Williams, der harte Reifen besser fahren kann. Italien, so jetzt. Tut mir leid, ey. Nur bei die Formel 1. Davor aber bei der Formel. Aber bei der Formel 1 hat sogar ja nicht ganz unrecht. Jetzt starte ich von der 10 oder so. Viele Zuschauer werden es wahrscheinlich anders sehen, aber das ist wie mit dem Song Contest. Mit dem Song Contest ist es ja genauso. Man kann sich, oder wir können uns in der Konfi viele Sachen bald wirklich nur noch gemeinsam angucken und drüber herziehen, weil der Song Contest, das war ja auch schon wieder das Halbfinale. Man kann da nur drüber herziehen. Viel Spaß, viel Glück. Viel Spaß, viel Glück. Ich bin auf der 3. 8. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der Nieves. Ja, klar. Du blöde Sau. Ich würde dich ja am liebsten gern wegschießen, wenn es nicht meine Strecke wäre. So, Nieves. Und wer, du schießt mich hier auf den Markt, dann werde ich dir die ganzen italienischen Schläger und Rechtsextremisten auf den Hals jagen. Ups. Oh, muss der gehen, der Nieves? Oh! Hab ich den da berührt? Ich glaub, ja, sowas. Albo? Ah, ja, okay. Nein, Alter, hast du gesoffen? Nein. Jetzt rammt er mich weg. Nein, aber jetzt geht's ja wirklich nur darum, dass du hier den Titel holst. Soll ich dich durchlassen, Valvo? Nein, das wäre auch... Der Mutar würde ja in der Konstellation... In der Konstellation würde es ja ausreichen. Dazu muss ich es erstmal heimbringen. Und Valvo weiter, dann reicht's. Ja, ein Punkt Abstand. Rückstand. Okay, doch so eng schon mittlerweile. Also ich würde mich dann wieder auf 5 vorarbeiten und das wäre auch super. Aber wenn du schneller sein solltest, dann... Oh, das wird eh widerlich, diese Matratze, ach du Scheiße. Wird keine Gegenwehr geben von mir, auch wenn ich den Sieg gerne hätte. Aber ich wäre schon zufrieden mit einem Podest. Ach. Oh, das wird wieder nicht. Mit der schnellsten Runde bin ich auch zurecht. Sehr krank, der Typ. Hast du jetzt Platz gemacht, Weißland, oder? Du warst schneller. Okay. Ich bin auf meiner Linie geblieben. Sonst, ich hätte auch rüberziehen können und verteidigen, aber ich habe dir ja gerade eben gesagt, wenn du schneller bist, fahr vorbei. Weil ich werde mich nicht in eine Kollision verwickeln. Dann nehme ich lieber den Platz 2 mit und das sollte dir ja auch reichen, dann der Sieg. Und ich habe ein Podest und bin damit auch zufrieden. Du hast nicht so die Voranstellung, oder? Ich habe 3. Naja, ich bin auf 5 gegangen. Man dachte, ja, anders kriege ich den Rot ja nicht gebügelt. Ja, muss ja, ist du aber auch. Schon. Trotzdem auf Schwierigkeit. Oh, Gottes Mann. Alter! Oh, das war also wenn du jetzt ungeschickt geflogen wärst, dann wäre ich mit abgeräumt worden. Ich bin raus. Nein, Tucker. Ah, das war jetzt blöd. Ich kann jetzt das aber ist der Nachteil an der Fünfer. Kann dich jetzt auch nicht vorbeilassen, weil dann hat der Rot gewonnen. Ja. Jetzt fahre ich einfach vorne weg. Ich sage ja, ich muss es ja auch hinkriegen, auch erstmal. Aber Joker hat es jetzt verhauen, oder? Den hat es jetzt. Ja, ich hab halt versucht, den Roten so ein bisschen einzubremsen und bin dann in die Mauer gekracht.
dann aus oder wie? Fuck, ja. Na, ich hab mich dann gedreht und dann kam halt der Rest der Crew von hinten und hat mich lieb gehabt. Dann fickelt sie dich da in den Arsch und dann ist. Der Barnes macht da auch einen krassen Wingman hier. Ach, ist das der zweite Williams? Ah, ja. Die sind unmenschlich. Und deswegen mag Jake die Karre auch so. Meine Karre war es nicht. Ich mochte sie nicht so fahren. Mir liegt doch eher Joker. Ich verstehe warum, der Renault. Ja, jetzt der Ferrari hat 27er so gebrochen zu fahren. Probiere ich beim nächsten Mal aus. Diesmal ein bisschen besser kriegen. Wenn ich von euch höre, dass der auch so gut ist, dann probiere ich den auch mal aus. Aber mit dem Renault, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Hast du irgendwie Flügelprobleme? Ja. Also, das wird mir angezeigt, ja, aber ja es ist an sich grün. Du bist ja voll rangeditscht da an die Wand. Angezeigt. Vielleicht ganz wenig was verloren. Also noch Glück im Unglück. Ja, da hätte aus Rad fliegen können, so nee, wie du da angedichtet. Nee, so krass war es nicht. Ich habe schon Speed rausgenommen. Ich hatte eher Angst, weil ich so knapp hinter dir war. Wenn du ungeschickt geflogen wärst, wärst du mir in die Karre reingeflogen. Oh Gottes Willen. Aber ich kann später bremsen, Froth, mein Freund. Das ist noch meine einzige Chance, dass ich so ein Spätbremser bin. Deswegen mag ich so Rutschautos, wo man nicht so spät bremsen kann, nicht so gern. Einzige Chance ist, weil dass ich ihn aufhalten kann. Und ja, jetzt Vorsicht, Michi, Vorsicht, jetzt kommt er. Ich habe ihn gesehen, aber er weiß doch, kann immer noch später bremsen. Alter, ist das spannend. Also selbst wenn ich es nicht schaffe, so mega spannend. Jetzt kämpfe ich quasi dafür, dass Valvo irgendwie noch einen Titel bekommt und dafür, dass ich vielleicht doch das Rennen gewinne. Ja, oder auf dem Podest stand. Cool. Dafür, dass zwei Rennen davon einfach scheiße waren. Achtung, grad Beißler. Eben. Ja, den konnte ich jetzt nicht halten. Ich sitze gerade da wie so ein Häufchen Elend. Das war jetzt mit Absicht. Ja, du hast vielleicht noch eine Chance zu gewinnen. Ich glaube, ich nehme. Du bist gerade nicht so gut rausgekommen und ich bin gut mit Speed rausgekommen. Ja, ich bin auch fast an ihn rangeklatscht und hab da schon wieder so Unsinnsding gemacht. Und dann kamst du schon dran, habe ich gedacht, du hast noch eine Chance vielleicht und deswegen habe ich dich ziehen lassen. Ich habe meine Siegchance leider ruiniert, aber ich meine, dass ich überhaupt hier eine Siegchance hatte, war ja schon eigentlich schön. Schon nice, ja. Es wäre laut geworden, hätte ich das geschafft. Wäre der vierte Sieg gewesen. Aber so bin ich auch zufrieden, die letzten zwei Rennen. Der ist so bestialisch, Alter. Ich hätte auch zwei Podest, wenn ich den Kienauer Podest haben können, dritter Platz. Dann hole ich es mir halt jetzt auf meinem. Okay. Jetzt hole ich es mir halt in meinem Wohnzimmer in Italien, das Podest. Oh, das war gefährlich, Alter. Jetzt. Habe ich das Rennen gewonnen. Aber das wünsche ich mir ja nicht. Jetzt kommt er wieder. Ja, der ist bestialisch auf der Gerade. Die zwei Vierer Ferrari schmiere jetzt so ab hier. Vorsicht. Das habe ich ihm extra Speed rausgenommen. Ja, hab mal gesehen. Du hast ihn schön extra auflaufen lassen. Langsam gefahren, aber er kommt nochmal. Mein Teamkollege kann mich nicht mehr angreifen. Das Podest schaffe ich, wenn ich jetzt nicht dumm in die Wand kachel. Sollte jetzt eigentlich hier nicht mehr passieren. Wo kommt er? Ich kann sein, ich bin leider zweit weg und Valvo hat es geschafft. Und ich hab's Podest geholt. Da klatschen die Italiener für mich. Doch noch ein Podest. Genau. Ja klar, das ist doch auch gekauft, oder? Wahnsinn. Aber dann müsstest du es ja geschafft haben, oder Valvo? Yes. Dann hast du deinen ersten 5 Runden WM-Titel. Boah, what the fuck, Alter. Ich bin komplett fertig. Oh, mein erster Titel. Dankeschön. Thank you, guys. Danke an Michi fürs Platz machen. Das war auch
Was? Wenn ich mit dir noch kämpfen hätte müssen, dann hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Was hättest dir genützt, wenn ich dich... Ich hätte dich aufgehalten. Ich hätte dich eindeutig aufgehalten. Mit so wie ich aus der Kurve gekommen bin, wärst du nur hängen geblieben. Boah, Alter, 33.000 zu entscheiden, die WM, ey. Das war schon geil. Schade für Joker, dass es unglücklich gelaufen ist jetzt. Ja. Ja, das Rennen war jetzt das Abu Dhabi, beiß ich mir wirklich alt in den Arsch. Ja. Ich hätte dich jetzt sogar überholt, wenn ich in China das Podest noch gehabt hätte. Und der Nieves mich nicht abgeschossen hätte. Weil mein Teamkollege hat ein Podest weniger, deswegen bin ich jetzt vorne. Spannender aber Platz ist 2008 das Finale vom Lenz. 6 Punkte am Ende zwischen Valvo und dem Rot. Ach, hier wird's nochmal. Ja, der Schiffer hat das Podest eben nicht und ich habe nur eins gekriegt. Hier ist meine Zombie-Geste, sehe ich gerade. Jetzt wird der Jockel auch auf 4 gewertet, jetzt ist der Jake raus. Vorher ist noch lustig, dass der, mitgeschliffen worden. Dass der Forrest sein Teamkollege vom Jake dann noch so stark war. Das heißt, ohne Qualifying sind diese 2.7, 2.8, 2.6er Autos weiter vorne. Die Bronze und Red Bull sind total verschwunden. Die hat man gar nicht gesehen in der Saison. Man muss sagen, dass Jake eigentlich vor diesem letzten Rennen noch vor mir war. Das heißt also, dass er schlussendlich Vierter vielleicht war. Vierter oder ich weiß nicht, ob er 77 Punkte oder so hat. Ja, Dritter oder Vierter. Dann wäre ich auf jeden Fall, wenn Jake bis zum Schluss mitgefahren wäre, wäre danke, ich Jake. In der WM. Und Grüße. Wahnsinn. Spannend. Ja, das war echt. Ja. Halbes, Wahnsinn. Halbes Rennen? Der hat das nicht gesehen. Halbes Rennen? Der hat was verpasst. Halbes Rennen hätte ich tatsächlich um den Sieg fahren können. Und dann hat mich der Rot überholt und. Ja, 4-5 ist aber auch ganz nett. Auch schöne Rennen gehabt. Und dann wollte ich den Rot. Ich wollte den nochmal zurück überholen, bin dann an den Rand geklatscht und dann habe ich gedacht, nee, das riskieren wir nicht. Und dann habe ich ja den Ascari so schlecht getroffen und da warst du ja hinter mir und deswegen habe ich dich gleich durchgelassen, weil. Da hatte ich so gehofft, dass du nicht drüber ziehst, weil sonst. Hätte es gekracht, weil ich so einen Überspeed hatte. Ich hätte dich aufgehalten dann, du wärst festgehängt hinter mir, weil ich glaube, ich wäre an den Rot nie mehr dran gekommen. Das hätte ich nicht geschafft, aber du hättest das Auto gehabt, um da noch ranzukommen. Glaub, du hast doch gewonnen, Jockel, oder? Ein Rennen? Hat er, glaube ich, gewonnen. Kann möglich sein, ja, aber. Und auf jeden Fall Zweiter warst du auch. Ich glaube sogar zweimal Zweiter am Anfang. Ja, irgendwie müssen diese 61 Punkte zustande gekommen sein. Ich glaube, ein Sieg, zwei zweite Plätze. Also Abu Dhabi ist halt das Rennen, was ich halt gerade nicht aus dem Kopf kriege, weil ich diesen Fehler mache. Anfang der Saison warst du, also ab dem dritten Rennen, glaube ich, waren wir gut, oder? Der erste und zweite, das war Totalausfall bei beiden. War das jetzt die? Oder war das die andere WM? Die ja, ich meine, keine Ahnung. Da waren die ersten zwei dann vielleicht scheiße. Das fünfte Rennen hier, Bahrain, war ja, wo ich dann den Atier dann aufs Korn. Das muss ich euch nochmal zeigen. Ja, das gucken wir uns geil. Ja, da hast du aber das Rennen schon vorhin am Start abgeschrieben. Bei mir war halt ärgerlich, dieser Nieves, der Idiot, der mich da weggeräumt hat, auf 3 liegend. Ich war nämlich schon an ihm vorbei. Also da war ein Podest, was der mir in die Wand geschoben. Und Abu Dhabi beim Start. Kann auch sein, dass ich da zu übermütig rangeklatscht bin, wie man das von F1 kennt und hab mir das Rennen ruiniert. Weil dann wäre es sogar noch schöner gewesen. Dann hätte ich sogar 2 Podestplätze geholt. Ich bin da mittlerweile so vorsichtig beim Überholen und achte da genau auf die Pfeile. Und wenn der rot ist, dann ziehe ich auf keinen Fall rüber und mach sogar noch auf und schaue, so, dass er genug Platz hat, damit er nicht irgendwie tue ich auch nicht mehr so wirklich. Mir in die Karre fahrt. Aber das ist so krass, sobald halt der Pfeil rot ist, weiß man halt, okay, da kann er nicht jetzt irgendwie ins Hinterrad fahren und abschießen. Ich finde aber ekliger, muss ich ehrlich sagen, wenn wir 90er fahren.
da habe ich Angst sogar zu fighten gegen die KI wegen den unterschiedlichen Autobreiten, weil die dich dann gerne verhaken oder dich gerne wegschieben. Die 2000er sind da noch ein bisschen humaner, was das anbelangt. Was meintest du, Jocke? Guckt euch mal die Streckenliste gerade an, was sich da jetzt aufgetan hat. Ja, ich habe schon gesehen, das ist doch wie in echt. England zweimal und Bahrain. 20 Rennen wären das, alle Kurzvarianten noch mit dabei. 26 Rennen, Joker. Ja, Joker wollte ja mal so eine WM noch machen in mehrere Parts mit alle, aber da hätten wir halt Vietnam und so eine Spanien Schweiz. Das Finale. Noch einmal alle wegschmeißen. Das Blöde ist, wenn ihr sie ändern wollt, mischt das ja eh wieder durch. Kann ja nur Jake anscheinend. Warum auch immer. Das habe ich auch nicht. Das Konzept. Ja, aber irgendwann machen wir das auch noch. Beim 21er klappt es bestimmt besser. Aber ich würde sagen, der Stelle, das war jetzt ein schönes Ende, auch wenn Abu Dhabi ich da schon Aggressionen aufsteigen hatte nach dem Rennen, war das jetzt wenigstens wieder ein schöner Abschluss. Monza hat mich wieder entschädigt dafür. Der Renault ist ein super Auto, kann ich mir auch auf die Liste merken. Top. Und ja, dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal sehen, ob man dann wieder die 90er WM nochmal mache. Wieder mit dem 92er Williams. Und dann sage ich danke Jake fürs Mitfahren am Anfang. Danke Valvo, der den Titel geholt hat. Forza Ragazzi, oder wie? Was hat der Vettel immer gesagt? Mit Italien, mit Ferrari. Forza Ferrari. In Italien Weltmeister. Wahnsinn. Das hat nicht mal der Depp-Sepp geschafft. Und danke Joker fürs Mitfahren. Ja. Hat Spaß und gemacht. Und dann sehen wir uns. Ja, wie immer, schöner Ausklang jetzt in Italien. Und da sage ich mal Arrivederci, keep racing und bis zum nächsten Mal. Sü. Oder Batman. Tschüss. Das war Spahn. Was ich halt nicht verstehe. Das Grünchen passt jetzt zu mir.